Kevlar Sandwich rum. Ja, und auch hier angetrieben mit einem Mic-Flight WTEC 120. Ja, Josef, und ganz majestätisch, wenn du hier vorliest, ist die ASW 20 in die Luft gegangen. Maßstab beeindruckende 1:2 mit einer Spannweite von 7,50 Meter und einem Abfluggewicht von 24,8 Kilo. Auch hier der C-Flix 1000 eingebaut mit einem 12S 8000 Akku und einem 250 Ampere Regler. Und die Biester sind sogar kunstflugtauglich. Also ich bin absolut beeindruckt. I am extremely impressed. I just read my colleague the data of the huge ASW-20, which just went airborne. It's scale, impressive scale, 1x2. It's the RC Flight Academy from Bavaria. And this impressive 1x2 scale gives a wingspan of 7.5 meters and a 3.5 meters fuselage length. Takeoff weight is 24.8, and it's a C-Flix 1000 with a 250 amps controller and 12S LiPo. And I just said to my colleagues, it's unbelievable that the gliders in this size with the electric are fully aerobatic. Ja, ganz klasse jetzt der Einbau dieser Ausfahrtriebwerke. Und wenn ich sehe, was der Heli hier mit seiner Maschine macht, mit der Antares, fantastisch. Und schauen Sie mal auf die Randbögen. Ja, genau. Josef, welcher Antrieb? Ich sehe nichts. Hab schon Weihnachtsgefühl. Das ist der, wie gesagt, das ist der Trick an der Sache. Der Antrieb ist komplett weg, wenn ich ihn einfahre. Da schaut also nichts mehr raus. Die ASW von rechts jetzt nochmal mit ausgefahrenem Antrieb, während die Antares zur Landung ansetzt, oder hat er den Antrieb nochmal raus und startet nochmal durch. Wie gesagt, das ist der große Vorteil gegenüber der Turbine. Ich kann also hier beliebig oft den Antrieb ein- und ausfahren und wieder starten. Das habe ich natürlich bei der Turbine nicht. Und es ist eine saubere Sache, das ist eine schöne Sache, das macht auch keinen Lärm. It's just amazing. No noise, you can retract and extend it as often as you like. Restart it, that's a big advantage against the turbines. Ja, weitere Informationen natürlich zu diesen herrlichen Segelflugzeugen, die man nicht nur mit turbinenähnlichen Antrieben wie hier dem C-Flix versehen kann. Auch andere Antriebe sind hier möglich. Informieren Sie sich beim Erwin Schreiber von der RC Flight Academy. Herrliche Flugmodelle, die hier in Deutschland hergestellt werden, in Bayern. In Handarbeit, und da weiß man richtig, was man bekommt. Das ist auch eine dauerhafte Wertschätzung, Wertschöpfung. So, jetzt der Endanflug. Ingo von der Forst, jetzt ASW 20. Immer noch ein tolles Segelflugzeug, auch wenn das Original schon in die Jahre gekommen ist. Perfekt gemacht, Ingo. Der Heli, was macht er uns noch da oben mit der Antares? Heli hat Spaß, ich sehe das schon.